whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute freue ich mich mal wieder ganz besonders, denn ich darf wieder mal eine Flasche probieren, die bei uns im Katalog mit einem goldenen Stern gekennzeichnet ist. Also eine Flasche, die außergewöhnlich gut ist, die wir Ihnen empfehlen. Und es ist dieses Mal der Glen Grant mit 21 Jahren vom unabhängigen Abfüller Gordon McPhails. Das heißt, dieser Single Malt wurde in der Brennerei Glen Grant gebrannt, aber das befüllte Fass wanderte anschließend zu dem unabhängigen Unternehmen Gordon McPhails, einem Unternehmen im schottischen Elgin mit großen Lagerhäusern, die schon vor über 125 Jahren damit angefangen haben, Single Malt Whisky selber zu reifen und selber zu entscheiden, wann man sie abfüllt, als die Brennereien noch gar nicht an eigene Abfüllungen von Single Malt Whiskys dachten, wo man nur für die Blended Whisky Industrie arbeitete. So, und mittlerweile hat Glen Grant eigene Abfüllungen. In fast jedem Supermarkt findet man Glen Grant ohne Altersangabe. Dann hat man vor 2 Jahren, ich glaube 2009, einen Glen Grant mit 10 Jahren Alter herausgebracht. Und diese Single Malts sind so mehr für den Massenverbrauch, Geschmack gedacht, nicht sonderlich intensiv, nicht herausragend und vor allem sehr preiswert. Aber dieser Glen Grant ist ganz was anderes. Das ist allerfeinster Stoff und viele, viele Genießer reißen sich um diese Flaschen und so ist es dann 2010 passiert, dass wir von diesem Glen Grant 21 Jahre nichts mehr nachbekommen haben. Dann war der Whisky über Weihnachten vergriffen. Und jetzt Anfang 2011 haben wir wieder erhalten. Allerdings hat der Hersteller eine satte Preiserhöhung verordnet. Und die nächste Preiserhöhung ist schon angekündigt. Wollen wir mal sehen, wo diese Flaschen sich im Preis hin bewegen. Nach oben kann ich bislang kein Ende sehen. Doch im Vergleich zu den Abfüllungen von anderen Brennereien, zu Originalabfüllungen sind diese Single Malts immer noch vergleichsweise günstig. Und dazu, dass sie noch Cherryfass gereifte Whiskys sind, gibt es sehr großes, intensives Volumen und das zu einem noch erträglichen Preis. Also auch wenn die Preise hochgegangen sind, grämen Sie sich nicht. Sie halten hier eine wirklich ganz, ganz tolle Flasche. Ja, es gibt diesen Glen Grant auch noch mit 25 Jahren und dann gibt es noch Jahrgangsabfüllungen. Und da habe ich mal einen von 1955 probiert. Hier habe ich Ihnen das Video eingeblendet und da kann man dann sehen, wo so ein Glen Grant mit seiner Qualität und dem intensiven Sherryfass noch hingehen kann. Also sehr, sehr zu empfehlen. Wobei man sagen muss, ab einem gewissen Alter schlägt das Aroma dann sehr stark ins Fass über und vom Brennereicharakter, vom eigentlichen Brand vom Destillat, kann man da nicht mehr so viel spüren. Und wem diese uralten Glen Grants zu fasslastig, zu eichenintensiv, zu sherryintensiv sind, dem sei dieser 21-Jährige oder der größere Bruder mit 25 Jahren empfohlen. Da ist die Balance zwischen den Fässern und dem Brennereicharakter gerade ideal. Also ich wollte das wäre gelogen. Ich wollte schon einen 30- oder 40-jährigen Glen Grant probieren. Keine Frage. Aber wahrscheinlich wäre ich nicht größer begeistert von dieser Flasche als von dieser hier. Aber lang genug geredet, Mund wässrig gemacht. Jetzt geht's ran an die Flasche. Und jetzt schauen wir mal, was dieser außergewöhnliche Tropfen zu bieten hat. Gut. Gleich zu Anfang ganz leichter Rauch, der aber sehr schnell wieder verschwindet. Also viel ist da nicht drin an Rauch. Dann kommt schon deutliche Eiche zusammen mit sehr viel fruchtigem Sherry.
Und jetzt interessiert es mich doch, mit wie viel Volumenprozenten der abgefüllt ist. Mit 40? Dennoch sehr kräftig, sehr stark. Und dahinter kommt dann das weiche, leicht fruchtige Aroma der Brennerei zum Vorschein. Und hier ist jetzt die Balance zwischen Brennereicharakter und Sherryfass. Mit der Zeit drückt jetzt auch das Karamell durch. Und dann spricht man von einem Hauch Leder mit ein bisschen guten Willen. Für mich hat er also eine mehr süßliche, leicht süßliche Tendenz und dazu die starke Fruchtigkeit des Sherrys zusammen mit der Frucht des Brennereicharakters. Jetzt kommen wir zum Probieren. Fantastischer Antritt. Äpfel, Nüsse, Mandelkern essen alle Kinder gern. Die Frucht noch vom Aroma, jetzt eine Nussigkeit, Mandeln, dazu Gewürze und im Hintergrund eine trockene Eiche, ein bisschen am Gaumen zu spüren. Man merkt, der ist richtig alt, hier ist hingemauert. Und wenn ich hier alle Kinder gern sage, dann will ich damit nicht den Alkohol bei der Jugend fördern. Nein, ich will damit zum Ausdruck geben, dass es auf der Welt nur Mütter und Kinder gibt. Ja, zum Schluss setzt sich der Sherry-Charakter und die Eiche durch. Und der Abgang wird trockener durch die starke Eiche. Aber der ist so gut, da muss ich jetzt noch ein zweites Mal ran. Weil beim zweiten Mal kann man noch viel, viel mehr erleben. Allgegenwärtiger Sherry. Viel Eiche, Würze. Ein toller Single Malt. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Vielleicht, wenn Sie es in 1, 2, 3 Jahren sehen, wird es diesen Single Malt vielleicht nicht mehr geben. Wir hatten schon einmal diesen Versorgungsengpass. Mal sehen, was da passiert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie wieder hier einschalten.